Herzlich willkommen zu Nightwatch. Heute mit dem unvergleichlichen Kristall. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ihr seid richtig gut drauf. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Herzlich willkommen im lustigsten Waschsalon dieser Welt. Ihr seid ja richtig gut drauf. Wie Sabine auf der Weihnachtsfeier. Es ist... Wir alle kennen eine Sabine, die immer ein bisschen drüber ist, ne? Genau. Wie heißt du? Sabine, das gibt's doch gar nicht. Unglaublich. Leute, ich muss mit euch über mein Leben reden. Ich bin jetzt über 30. Ja. Vielleicht mal ganz kurz klatschen. Wer ist über 30 von euch? Ja. Dankeschön. Kurze Gegenprobe. Wer ist unter 30 von euch? Ja. Spürt ihr das? Es waren weniger, aber ein anderer Vibe. Alle über 30 gerade. Meine Hüfte, Digga, das sage ich morgen. Der Paula, Alter, die kann mich wieder einrenken, wirklich. Alle unter 30 waren so, Bumsen. Bei mir ist wirklich so, alle um mich rum kriegen Kinder. Ist wirklich krass, in meinem Bekanntenkreis, alle kriegen Kinder, alle solche Bäuche. Richtig heftig, ja, die Frauen auch. Und das ist... Und alle heiraten. Bei mir ist wirklich so, alle heiraten gerade um mich rum. Und ich finde es total krass, dass alle heiraten. Das ist, wer ist von euch verheiratet? Kurz mal klatschen. Hört ihr diese Freude? Ich! Es gibt Leute, das finde ich krass, es gibt Leute, die heiraten zweimal oder dreimal oder viermal. Einfach andere, weißt du, das ist so Hütchenspieler-Hochzeit, weißt du? Bis dass der Tod euch scheidet. Oder euch, oder euch, oder euch. Bis dass der Tod uns scheidet, Schatz. Oder ich finde einen anderen besseren, aber trotzdem, weißt du, geil. Und es gibt Leute, die heiraten die gleiche Person zweimal. Habt ihr das schon mal mitbekommen? Um uns zu zeigen, wie sehr wir uns noch lieben. Also eine Person zu heiraten ist ja schon krass, aber sie zweimal zu heiraten, ich esse auch nicht ein zweites Schnitzel, um mir selber zu beweisen, wie sehr ich das erste geliebt habe. Obwohl doch, das ist schon sehr oft passiert. Das ist sehr oft passiert. Mein Bruder hat tatsächlich geheiratet. Das ist echt krass, der hat geheiratet. Ich weiß auch nicht warum. Also mit dem haben die Erzieher damals schon nicht gespielt. Aber mein Bruder ist tatsächlich adoptiert. Also von meiner Mutter. Ja, das habe ich auch reagiert. Was? Ich brauche keinen Bruder. Aber... Nein, wirklich. Nein, ich disse ihn natürlich immer, weil er adoptiert ist. Manchmal ist er aber auch sehr schlagfertig. Habe ich letztens gesagt so, du bist adoptiert. Guckt er mich an, mich wollten sie wenigstens. Und der hat jetzt einfach geheiratet. Also er hat diese Freundin gehabt und ich habe so gedacht so, die ist wie Halsschmerzen. So, weißt du, so nach 3 Wochen ist die weg, aber die ist wie Corona, die ist geblieben. Wirklich, echt. Und er hat mir erzählt, dass er sie gefragt hat und ich bin zu ihr hingegangen, so ey, ist so mega, es ist so geil, ihr werdet heiraten. Ich habe mir ein Mikrofon genommen, habe mich vor sie hingestellt, habe gesagt, ich habe ein Ständchen für dich, sie so, mach doch mal. Und ich so, okay, warum hast du nicht Nein gesagt? Was ich aber sehr geil fand, war die Einladungskarte. Die Einladungskarte zur Hochzeit ist immer sehr, sehr geil, weil da sind die sehr kreativ. Wisst ihr, was da drauf stand? Wir trauen uns. Richtig originell, oder? Digga, jeder schreibt drauf, wir trauen uns. Was ist das denn? Warum schreiben die nicht mal die Wahrheit drauf? Wir müssen. 8. Monat. Das wäre doch mal was, oder? Ich erzähle später, wie es weiterging. Habt ihr Lust auf den ersten Künstler des heutigen Abends? Genau so will ich euch haben. Das hat RTL 2 so noch nie gesehen. Wir sind sehr froh, dass er hier ist. Ihr kennt ihn alle von Let's Dance. Macht mal Lärm für Toni Bauer. Peace. Hi, was geht ab, Köln? Schön hier zu sein, schön im Waschsalon zu sein. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass ich mit Rucksack da bin. Und das ist kein modisches Accessoire oder so, sondern ich habe keinen Dünndarm mehr. Ich werde quasi ernährt durch so eine Infusion, die ihr euch im Rucksack vorstellen müsst. Und der Dünndarm entzieht dem Essen die Nährstoffe. Aber ich kann trotzdem alles essen. Ich kann alles essen und ich nehme nicht zu. Kennt ihr Jumbo Schreiner? Der hat das nicht. Aber ich sehe eure Gesichter, für euch bin ich gar nicht zuzuordnen. Ich sehe aus für euch wie so ein blonder Asiate.
Ich komme mit Rucksack hier rein, dann heiße ich Toni Bauer. Ihr denkt, ihr werdet verarscht. Für euch bin ich ein Fabelwesen. Dabei bin ich das, was jeder Türke gerne sein würde. Ich bin Brasilianer. Glaube ich. Ehrlich, hat meine Mutter zu mir gesagt. Aber meine Freunde glauben mir nicht. Deshalb haben die mir letztes Jahr zum Geburtstag so einen DNA-Test gekauft. Haben den so rübergeschoben und haben gesagt, hier, mach den mal. Du bist Türke. Und ich habe den bis heute nicht gemacht, weil ich ein bisschen Angst davor habe, Türke zu sein. Stellt vor, da kommt raus, ich bin Türke. Dann muss ich einfach so Türkensachen machen. Dann chill ich sofort Tipico. So. Da muss ich einfach so in Shisha-Café gehen und den Typen fragen, was hast du Neues da? Und am Ende lutsche ich an so einen Schlauch Doppelapfel, aber trink meinen Red Bull so. Was ist das denn? Oder wie ich Sachen verneinen würde, ich würde den ganzen Tag so machen. So. Wie ich Mädchen ansprechen würde, aus nix einfach, ey Mädchen! Komm mal her! Egal, du bist eh hässlich. Und stell vor, klappt einmal. Dann habe ich so ein richtiges Date, dann muss ich erstmal Auto leasen. Und dann lüge ich dir auch nur an und sag, wir gehen richtig teuer essen und dann fahre ich mit dir einfach McDonald's. So, kauf so 6 Chicken Nuggets und stell mich mit der hinter McDrive auf so einem Parkplatz unter dieser einzigen Lampe bei McDonald's und die flackert. Ihr wisst genau, welche ich meine. Guck dir ganz tief in die Augen und frag, warum so nervös? Und eigentlich würde ich gerne mal Brasilien kennenlernen, weil ich mich wirklich für die Kultur interessiere. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich da in den Favelas das Falsche trinke. Ne? Dann bin ich ohnmächtig in den Favelas und dann ist da ein Brasilianer in den Favelas, lutscht an meinem Schlauch und singt La Cucaracha. Ich hab keinen Bock drauf. Oder stellt vor, ich bin dann da unterwegs mit meinem Rucksack und dann kommt ein Brasilianer auf mich zu und will meinen Rucksack klauen und sagt auf Portugiesisch zu mir, Ciao, wow, lau, ciao, wow. Also, der will meinen Rucksack klauen, ich kann das nicht. Ciao, wow, lau, ciao. Ciao. Und ich muss denen erklären, dass mein Rucksack ohne mich nirgendwo hingeht. Das ist... will doch keiner. Leute, ich bin übrigens 27 Jahre alt und ich wohne bei meinen Großeltern. Hat jemand Bock zu adoptieren? Das... wirklich. Und ich liebe meine Großeltern. Meine Oma ist wirklich so eine kleine, süße Robot-Omi ohne Hals. Ne, wisst ihr, die sieht aus wie so eine Knetfigur mit 4 Zahnstochern. Das ist wirklich unglaublich. Und die guckt immer aus dem Fenster. Und neuerdings guckt mein Opa aus dem Fenster. Die haben einfach Schichtwechsel gemacht. Ehrlich, und mein Opa guckt immer aus dem Fenster, als hätte er Ländereien. Letztes Mal guckt er aus meinem Fenster und ruft mich einfach. Der guckt aus dem Fenster und sagt, Toni, komm mal her, guck dir das an. Siehst du das? Ich sag, Opa, ich seh nichts. Sagt er, doch, doch, komm mal her, guck dir das an. Siehst du das? Ich sag, Opa, ich seh nichts. Sagt er, doch, komm her. Guck dir das an, siehst du das nicht? Ich sag, Opa, ich seh nichts, was soll denn da sein? Das Auto, da darf da gar nicht parken. Letztes Mal guckt er aus dem Fenster und redet 20 Minuten mit seinem besten Kumpel von gegenüber, der auch aus dem Fenster guckt. Und die führen ein Gespräch ohne Inhalt. Wolle. Jürgen. Und? Muss. Und selber? Ah, hör doch auf. Was macht die Frau? Frag nicht. Und der Toni? Kennst du doch. Sehen wir uns? Wir sehen uns. Kommt der rein, guckt er mich an, sagt der, Alter, der hat mir wieder ein Kotelett an den Ohren gelabert. Aber mein Opa war auch der erste Unterstützer meiner Comedy. Ich hab den angeguckt, ich hab gesagt, Opa, ich mach jetzt Comedy. Da hat er sich Zigarette angemacht. Toni, weißt du, wie Kohleofen angeht? Ich sag, ja. Hab niemals Angst. Ich weiß bis heute nicht, was er mir sagen wollte. Peace, Leute, hat Spaß gemacht. Ciao. Toni Bauer! Toni Bauer! Sehr lustig.
Auf der Einladungskarte stand nicht nur drauf, wir trauen uns. Da stand auch noch so ein gegoogelter Spruch drauf. Da stand drauf, wir sind alle Engel mit einem Flügel. Ja, schäbig, oder? Es ist widerlich, wirklich. Also es ging noch weiter, aber allein schon, wir sind Engel mit einem Flügel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Engel gesehen habt, aber ein Engel mit einem Flügel, ganz ehrlich, der fliegt im Kreis. Das ist kompletter Quatsch. Ja? Hey, ich bin Engel mit einem Flügel. Ja, Digga, dann verpiss dich, Alter. Du bist der schlimmste Engel, den ich je gesehen hab. Ja, da kommt so ADAC. Wir haben wenigstens ein Auto, Alter. Wir sind alle Engel mit einem Flügel. Wir müssen einander umarmen, wenn wir fliegen wollen. Digga! Wenn ich einen Flügel brauche, trinke ich einen Red Bull. Aber was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Und mein Bruder, der wollte mir halt diese Einladungskarte persönlich geben. Und der hat ein riesen Ding draus gemacht. Der meinte so, Bro, pass auf, lass uns treffen in der Bar. Wir haben so eine Stammbar. Lass uns treffen. Ich muss dir was erzählen. Wegen meiner Freundin. Ist doch top secret. Darfst du keinem erzählen. Und ich so, krass, der will die ermorden. Das ist also, der will... Oder, was realistischer ist, er hat sie bereits ermordet, okay? Und er braucht ein Alibi, weißt du? Und ich war so, okay, erzähl. Er so, okay, das darfst du wirklich keinem sagen. Ich sag, ja, alles klar, ich geb dir ein Alibi. Ich sag, was? Also er war so, was? Ich sag einfach, dir ist die Axt aus der Hand gefallen. Und er so, was? Ich sag, du hast sie doch umgebracht. Nein, ich will die heiraten. Ich sag, krass, das ist ja schlimmer, als ich dachte. Das ist wirklich. Und dann hat er halt, deswegen hat er so ein Geschiss drum gemacht, er wollte mir halt sagen, dass ich der Trauzeuge sein darf. Ja, und dann habe ich gefragt, so voll mega krass. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Ja, was, ich habe es noch nie gemacht. Okay, ich war noch nie so auf einer Hochzeit, keine Ahnung. Habe ich gefragt, was ist das? Sagt er, ja, während der Hochzeit bist du für die ganze Orga zuständig, musst du die ganze Zeit arbeiten, während wir Spaß haben. Ich sage, das klingt ja mega, du bist ein richtig guter Verkäufer. Ja, ich sage, ich will ballern, Junge, gar keinen Bock. Und vor allem, Organisation, ich bin jetzt nicht der beste Organisator, muss ich wirklich sagen. Ich habe mal die Kommunion meiner Nichte organisiert. Ich fand's mega, alle waren so, wie scheiße, der Stripper war wohl unangenehm. Ja? Was ich mega frech fand, weil ich war der Stripper, aber wirklich furchtbar. Ja, dann habe ich natürlich den JGA als erstes geplant. JGA ist richtig geil, macht richtig Bock, weil heutzutage, wie plant man den JGA, was macht man als erstes? Saufen? Nein. Du musst erst mal planen, Köln, eine Stadt stellt sich vor. Was macht man als erstes? Saufen. Und dann planen wir den JGA. Was macht man genau? WhatsApp-Gruppe, genau, Junge. Pass auf, ich hab, wie du für dich selber applaudierst, finde ich mega. Jawohl, das war ich. Yeah. Also, pass auf. WhatsApp-Gruppe, ich schreibe nur rauf, Martins JGA. Und habe alle Freunde sozusagen eingeladen. Ich kenne die gar nicht von früher, weil er ist ja adoptiert. Okay, dachte ich aber, komm, alles cool. Alles entspannt, okay? Pass auf. Ich schreibe nur Martins JGA. Das heißt, alle Kumpels von ihm kriegen eine WhatsApp-Gruppeneinladung und da steht Martins JGA. Ich habe noch nichts geschrieben. Der erste schreibt Koks und Nutten. So habe ich Paul kennengelernt. Ja, aber Jungs sind da einfach, ne? Ja, Mann, ficken, bumsen, saufen. Es ist wirklich, ja, jetzt wird richtig gefickt, Junge. Mädels sind da anders. Mädels sind so ein bisschen so, hey, ihr süßen Mäuse, ich habe die große Verantwortung, den Junggesellenabschied zu planen. Und es ist alles so süß und so toll. Und Mädels, wir machen das. So nach 2-3 Minuten hassen sich die Ersten. Das ist immer richtig geil. Wenn die so, hast du gesehen? Hast du gesehen, was die geschrieben hat? Was? Und das ist so geil. Und dann machen die den Junggesellenabschied und freuen sich wieder. Hey, Süße, danke für die Hilfe, sehr gerne. Gehen auseinander, Fotze. Ja, das sind Mädels. Jungs sind so ein bisschen so, ja, bumsen, bumsen. Da wird nicht gebumst, aber einfach mal sagen. Mein erster Junggesellenabschied, auf dem ich war, der war tatsächlich in der Corona-Zeit. Wir waren in Büsum. Und Büsum, sind wir ehrlich, das sind zwar Schafe, aber ansonsten ist da nichts. Ja, du sitzt da irgendwie in der Haifischbar, immer nachts um 4 hängst du da. Das war total krass, damit hängst du da so besoffen, so Deep Talk Gespräche, so, was ist da? Und mit dem Kellner so, was ist da? 17 Minuten später kommt er mit einer Suppe, 6,70. Und du hast keine Ahnung, wann du das bestellt hast, ja? Es ist einfach, ganz Büsum kannte uns. Wir waren die Boys und ein Schaf war dabei. Keine Ahnung, ja? Einer von uns war der Stripper. Keine Ahnung, wer. Und es war aber eine schöne Zeit. Und jetzt muss ich ganz kurz sagen, das ist wirklich, das habe ich gemerkt, bei diesem Junggesellenabschied, nicht immer das große Rad drehen. Nicht immer Las Vegas, nicht immer Mallorca. Büsum hat's gerissen. Warum hat's Büsum gerissen? Weil wir coole Jungs waren, weil wir gemeinsam da waren, weil es schön war, weil wir gemeinsam uns unterhalten haben. Weil es eine schöne Gemeinsamkeit gab. Weil wir gesagt haben, nein, wir haben ja sonst nichts und wir haben nur uns. Und diese Wärme, die da war, war unglaublich. Denn am Ende zählt nur eins. Wir sind alle Engel mit einem Flügel. So, Leute. Seid ihr ready für die nächste Comedienne? Sie ist wirklich fantastisch. Sie war tatsächlich beim letzten Nightwash Talent Award war sie im Finale.
Wirklich krass. Ich war auch tatsächlich beim allerersten Nightwatch Talent Award war ich dabei. Ja, 2011. Ja, rate mal, wer gewonnen hat. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendjemand. Ich war, glaube ich, Siebter. Wir waren zu sechs. Keine Ahnung, wie ich Siebter geworden bin, aber sie war im Finale und sie ist wirklich verdammt lustig. Und ihr rastet jetzt aus. Hier ist für euch Anissa Lucif. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Köln. Jo, ich heiße Anissa. Ich mache tatsächlich erst seit einem Jahr Stand-up. Ich bin eigentlich Narkoseärztin. Das heißt, ich verdiene mein Geld damit, Menschen Drogen zu geben. Ich wohne in Berlin und Narkose in Berlin ist schon speziell, ja. Also das Gute ist, man hat sehr viele Experten. Das Schlechte ist, es sind eben die Patienten. Ich habe mal meinen Oberarzt gefragt, wie mache ich Narkose bei Leuten, die so viel gewöhnt sind? Und er meinte, mach einfach Narkose nach dem ASL-Prinzip. Habe ich gesagt, easy, ne? Anästhesie nach Standard und Leitlinie. Nein, das stand für alle Spritzen leer. Ich habe dann in die Leitlinie geguckt von der Berliner Ärztekammer. Da war eine Formel, sehr hilfreich, für jedes Tattoo 30 Milligramm dazu. Ich halte mich immer an die Leitlinie. Deswegen waren wir relativ schnell ja, pleite, hatten nicht mehr so viele Narkosemittel. Wir haben jetzt aber ein neues Konzept. Wir schicken die Leute jetzt vor jeder OP feiern. Die kommen dann in Narkose zu uns. Ja, ansonsten zu mir, ich bin jetzt vergeben, habe aber sehr lange gesucht, war sehr lange Single in Berlin und es war gar nicht so einfach für mich als Muslima, den richtigen zu finden. Ich habe mir überlegt, damals gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es gab damals einen muslimischen Bachelor, hattet ihr davon gehört? Nee, echt nicht? Ja, ist nicht ganz so bekannt geworden. Die erste Staffel war sehr kurz, da war ab dem Viertelfinale ganz plötzlich Schluss, der hat einfach alle vier geheiratet. Dankeschön. Und das andere, was ich auch genutzt habe, war Minder, stand für Muslimen-Tinder, ja. Gab es auch für andere Religionen, zum Beispiel Katholiken, das hieß dann Kinder. Minder hatte am Anfang so ein paar Fragen. Ich habe alles eingegeben, habe mich sehr gefreut. Ich konnte jetzt halal swipen. Und das erste Match war Mahmoud. Maschallah, echt schöner Mann, richtige Maschine. Ne? So, Erstwohnsitz McFit. Zweitwohnsitz mein Herz, ja, weil der hatte alles. Ich schwöre, ja. Der war groß, ne? Für einen Araber so 1,70. Aber ich habe dann runtergescrollt, dann stand er bei Beruf selbstständig. Ihr wisst, was es bei uns heißt. Mahmoud hat eine Shisha-Bar. Ja, wurde leider nichts draus. Und ich habe dann weiter geswiped. Das war Ali, der zweite. Und das war richtig süß, weil Ali war Perser. Ich finde, Perser sind richtig schön, aber die haben oft sehr kleine Hände. Und also ich habe Riesenhände, ja. Das heißt, als wir Händchen halten waren, hatte ich so einen Milcheinschuss. Dann hatte ich noch ein drittes Match, an das ich mich erinnere, das war Mahir, auch sehr, sehr schöner Mann, Profil war aber auf Englisch, weil er noch nicht so gut Deutsch konnte. Er schreibt, I love traveling und ich Mahir, wohin? Du hast einen afghanischen Pass, du kannst in drei Länder reisen, davon haben zwei keinen Flughafen. Ja, bleibt nicht so viel Auswahl. War aber wirklich, wirklich ein sehr schönes Profil, ja. Ich habe dann runtergescrollt, dann stand da so oberkörperfrei, ne, an sein Fahrzeug gelehnt. So ein Esel. Ich habe das richtig stolz meiner besten Freundin gezeigt und die meinte, Anissa, der ist doch voll der Ehrenlose, der will nur dein Geld haben und deinen Pass.
Der ist richtig arm, der hat nicht mal Disney Plus, der hat Disney Minus. Und ich so, die Lara, ich achte nicht auf sowas wie den Pass. Ich wollte den Esel. Ich hatte schon eine stabile Business-Idee, Uber-Esel. Langsam als ein Taxi, aber schneller als die Deutsche Bahn, auf jeden Fall. Ja, und der hat mich dann auch nicht mehr kontaktiert. Und dann hatte ich aber noch einen Match. Daran erinnere ich mich gut, ja. Das war nämlich eine Voicemail, die ich hatte. Und das war ungefähr so. Holli, hallo, hallöle. Du wunderschöne Wüstenblume. Scheiße, Heike. Und das H steht für Herzensbrecher. So. So, Heiko, bist du konvertiert? Und er, nein, aber ich hab mir gedacht, ich jag mal außerhalb meines Territoriums. Ja, ich hab die App dann tatsächlich gelöscht. Ich hab mich dann eine Weile erstmal ganz traditionell verkuppeln lassen, also durch meine Familie, ne? Die haben dann auf Minder geswiped. Fanden nicht alle gut, meine Brüder haben die ganzen Dickpics bekommen. Aber die haben sich relativ schnell arrangiert und irgendwann hat mir mein Bruder ein Profil gezeigt und meinte, hey, der ist stabil gebaut, auch untenrum. Da habe ich gesagt, warte, ist das ein persischer Name? Fall nicht darauf rein, okay? Das sieht nur so groß aus in dieser kleinen Hand, ja. Ja, das war's von mir. Vielen, vielen Dank. Anissa, Lucy. Ihr rastet aus, völlig zurecht. Anissa, Lucy! Ich habe vorhin schon erzählt, mein Bruder hat geheiratet und ich habe euch erzählt vom Junggesellenabschied, auf dem ich war in Büsum. Und ich habe dann den Jungs gesagt, so guck mal, Leute, wir müssen nicht hier Las Vegas, Mallorca und so weiter, das ist Quatsch. Ich war mal in Büsum und ich habe das Krabbenbrötchen richtig gut verkauft. Und haben wir uns entschieden, Ibiza. So. Also 7-1, ja. Ich habe alles geplant, alles war perfekt. Ich habe die Finca gebucht, richtig geilen Namen gehabt. La Finca del Camión de la Veruga. Ja, woo, klingt geil, ne? Pass auf, es kam dieser Tag der Tage, wir haben alles geplant, alles perfekt. Ich bin morgens um 7 zu Martin nach Hause, alles war geplant. Sein Arbeitskollege wusste Bescheid, seine Verlobte wusste Bescheid. Er war gerade am Duschen, ich bin reingegangen und ich so, okay, duscht er gerade? Oh mein Gott, es hat geklappt, okay. Dann bin ich hingegangen zum Badezimmer. Ich klopf gegen die Tür so, und er war so, ich mach die Tür auf und er steht da nackt. Oh, wirklich ekelhaft. Dieses adoptiert. Er ist wirklich, der hat mich angeguckt mit zwei so riesen Augen, so, sein riesen fetter weißer Arsch hat mich angeguckt mit einem riesen Auge. Das war wirklich ekelhaft. Na, eine halbe Stunde später standen wir dann draußen. Er immer noch nackt, das fand ich krass. Und er so, ich bin ja noch nackt, was sollen die Nachbarn denken? Ich so, keine Ahnung, Sperrmüll? So, die Jungs haben alle schon gewartet am Flughafen. Das war echt geil, weil er war so, oh mein Gott, richtig cool. Ich habe die Jungs auch noch nie gesehen. Ne? Einer kam um die Ecke, Koks und Nutten. Ich sag, moin, Paul. Ja. Und er war so, ey, Digga, willst du mich verarschen oder was? Was planst du hier? Weil die standen alle unter so einem riesen Ryanair-Schild. Weißt? Und er war so, willst du mich verarschen? So ein Billigflieger? Damit, das bin ich dir wert. Ich sag, nein, wir fliegen mit EasyJet. Ja. So, pass auf. Und das kam der geilste Moment überhaupt. Er sagt so zu mir so, weißt du, was ich richtig geil finde? Ich habe dich gebeten, dass ich nichts Peinliches machen muss. Und das finde ich so toll von dir. Du hast dich dran gehalten. Ich sage, natürlich. Als würdest du jetzt hier irgendwelche Kurzen verkaufen, wo draufsteht, Schakalaka, schlimme Lampe, Sacksahne mit Soße. So, natürlich nicht. Wäre peinlich. Dann sind wir zur Sicherheitskontrolle. habe ich seinen Koffer gepackt? Vielleicht. Alle Koffer sind easy durch. Sein Handgepäckkoffer war auffällig. Der hat vibriert. Ja, das war so geil. Ist das Ihr Koffer? Und er so, ich hoffe nicht. Und er hat diesen Handgepäckkoffer in der Hand. Der Security-Typ guckt an, was ist denn da drin? Oder so, vielleicht eine SMS? Ich weiß es nicht. Da packt er das Ding aus. Das war kein Vibrator. Nein. Oh, Los Vorros. So ein Monstrum. Ich weiß nicht, wer dieses Ding... Ich habe das kaufen lassen, aber ich weiß nicht, wer so... Wer
Was ist da unten? Wie viele Achtlinge bekommen? Jetzt hau rein das Ding. Was ist denn los? Ein Monstrum. Das war so und er richtig peinlich. Das ist nicht meiner. Und dann in seiner Hand. Das Geilste war aber, dass der Security-Typ, der kommt zu ihm. Den dürfen Sie aber nicht einführen. Das war überragend. Überragend. Wir sind schon beim nächsten Komiker. Habt ihr Bock? Natürlich habt ihr Bock. Selbstverständlich habt ihr Bock. Klar. Und der Mann, der jetzt kommt, den kennt ihr wahrscheinlich so über die Socials, über TikTok, Insta. Der hat über 2 Millionen Follower. Er ist wirklich richtig erfolgreich und jetzt versucht er sich auf der Bühne. Hier ist für euch Marco Gianni. Was geht ab? Habt ihr noch Energie? Geil, Köln, ich freue mich. Nice. Schön. Ach toll, ich freue mich hier zu sein. Bevor wir anfangen, müsst ihr wissen, ich bin ein bisschen dumm. Okay. Ich weiß nicht, haben wir dumme Leute hier heute? Oh ja, schön. Wir halten zusammen, ne? Wir halten. Sehr schön. Ich habe erst mit 25 gecheckt, dass ich laktoseintolerant bin. Ich habe mich 25 Jahre lang einfach ernährt von, keine Ahnung, Joghurt mit der Ecke und dachte, das, was danach passiert, ist ganz normal. Ich dachte, alle scheißen 7-mal am Tag. Ich hatte jeden Tag 7-mal die Chance, es zu hinterfragen und habe einfach weitergeschissen wie ein Vollidiot. Beste Ausrede, wenn ihr irgendwo nicht hinwollt, sagt einfach, ihr habt Durchfall. Keiner sagt, komm doch trotzdem. Wenn du sagst, du hast Durchfall, die Leute wollen dich 3 Jahre nicht mehr sehen. Die brechen Kontakt ab, wirklich. WhatsApp-Profilbild einfach weg, weißt du? Deswegen sagen wir auch nicht, wir haben Durchfall. Auch wenn wir Durchfall haben, wir sagen nicht, wir haben Durchfall. Was sagt jemand, der Durchfall hat, so? Ich weiß auch nicht genau. Du weißt ganz genau. Du weißt ganz genau, was los ist. Bleib fern. Keiner will was mit dir zu tun haben. Und dein Durchfall. Dankeschön. Ja, ich denke in letzter Zeit viel an meine Kindheit. Nicht alles war einfacher früher, ne? Zum Beispiel Filme gucken, das ist heute ja voll easy. Du kannst jeden Film, mit einem Knopfdruck hast du jeden Film einfach, beste Qualität. Früher, kennt ihr noch Kinox.to, Alter? Wer kennt alles? Krass, Mann. Nur Gangster hier. Ist auch krass, man muss mal überlegen. Wir alle hier haben einfach 10 Jahre Knast riskiert. Für Ice Age 2. Schmuffel, du kommst deswegen ins Gefängnis, ey. So ein tätowierter Motherfucker kommt zu dir, so ein Latino. Einfach. Warum sitzt du hier? Shrek, der tollkühne Held. Ich weiß nicht. Hab's eiskalt durchgezogen. Bist noch stolz drauf. So. Nee, wir hatten keine Angst vorm Knast. Wir wären ja nicht in den Knast gekommen deswegen. Aber was hätte passieren können, wäre so eine 20.000 Euro Geldstrafe. Das hätte hat man öfter gehört, ne, dass irgendeiner so eine 20.000 Euro einfach so Timo aus Wuppertal oder so. Falls gerade ein Timo aus Wuppertal zuschaut, muss ein krasser Moment für dich zu Hause sein. Ich meine, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Knast und meine Mutter kriegt eine 20.000 Euro Geldstrafe, weil ich einen Film geguckt habe, ich wäre Knast gegangen. Weil meine Mutter, wenn die... Also die hätte mich nicht geschlagen oder so, ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, sie hätte mir mein Augenlicht genommen. Sie hätte gesagt, Marco, gib mir deine Augen. Du hast dein Filme-Gucken-Budget für dieses Leben ausgegeben. Gib mir deine... Hör Hörbücher oder so, Alter. Lad dir Audible runter, 7 Tage Testversion oder so ein Scheiß, aber gib mir deine Augen. Was war immer das Erste, was kam, wenn man auf Kinos gegangen ist? Wisst ihr noch, was immer das Erste war? Porno-Werbung. Ja, jetzt so voll fröhlich, ne? Porno-Werbung. Ich erinnere mich an die Porno-Werbung. Ja.
Hast recht. Auch so krasse Porno-Werbung einfach, ne? So richtig so, einfach so. Milfs in deiner Nähe auch. Als Kind dachte man auch, die sind wirklich in der Nähe, gell? Man hat so aus dem Fenster geschaut, ne? Wo sind die? Dann wollten wir das unseren Freunden zeigen, diese Milfs, ne? Dann mussten wir ein Foto davon machen. Aber es gab noch keine Screenshots damals. Wir mussten so mit dem Sony Ericsson den Desktop abfotografieren, weil es keine Screenshots gab. Für Kinder von heute klingt es so, als hätten wir irgendwas in Stein gemeißelt. Dann konnte man sich seinen Film raussuchen, aber man konnte ihn nie direkt gucken, ne? Da begann ja erstmal das Spiel gegen diesen Play-Button. Kennt ihr die Scheiße noch? Du konntest ja nicht Play drücken und der Film ging los. Du musstest mindestens 14 Mal auf diesen Play-Button. Kennt ihr das? Dann öffnet sich so ein kleines weißes Fenster, geht direkt wieder zu. Man ist so, okay, was ist da gerade passiert? Was war das? Irgendwann ging's. 42 Viren später. Konntest du den Film gucken? Immer in der abgefucktesten Scheißqualität, die nur möglich ist. Weil die haben die Filme damals nicht von einem Server geklaut, per Hackerangriff. Da hat ein Motherfucker sich einfach hinten ins Kino reingesetzt und den Film mit einer Digicam abgefilmt, Alter. Irgend so ein Dimitri, Alter. Dimitri hat den Film einfach im Kino abgefilmt. Keine Ahnung, was er dachte, dass er bei der Oscarverleihung auch noch berücksichtigt wird. Best Camera for Dimitri, ja. Hat im Kino gefilmt, ein bisschen, ja. Auch gut gefilmt, ja. Versteckt unter Jacke, ja. Popcorn-Tüte als Stativ. Super gemacht, ja. Wirklich, du hast den Film geguckt, du hast einfach sein Schnaufen gehört im Hintergrund. Und du hast einfach die Hinterköpfe von den Leuten in den Reihen vor ihm gesehen. Es ist einfach genauso wie hier gerade ungefähr. So könnt ihr euch das vorstellen. Mein Name ist Marco Gianni. Dankeschön, ihr wart super. Marco Gianni. Ich hab so gelacht. Ja, geiles Publikum. Geiles. Ja, ich hab sie dir warm gemacht. Ja. Was für ein hast geiles du gut Set. Gemacht. Was hast für du ein geiles gemacht. Set. Ich hab so gelacht gerade, wirklich. Ja. Ich hab zwar nichts verstanden, aber du siehst so witzig aus, wirklich. Das haben die japanischen Untertitel gefilmt. Du bist ein Superstar im Internet, du bist zu groß geworden. Da kannst du aber natürlich viel rumschnibbeln. Ne? Kannst ja immer viel so, kannst ja, jeder Trottel kann ja berühmt werden, weil du einfach irgendwas zurecht schnibbelst. Hier bist du nackt. Also wenn die Leute nicht lachen, also wenn du kacke bist, lachen sie einfach nicht. Wie ist das für dich? As a superstar, it's Internet. Really amazing to come to Germany. Als Superstar ist es echt schön, nach Deutschland zu kommen. And I am... Marco Gianni, ladies and gentlemen! Ich muss euch noch kurz erzählen vom Junggesellenabschied von meinem Bruder. Wir waren vorhin stehen geblieben, dass er seinen Handgepäckkoffer hatte und so ein Teil da drin hatte. War ein altes Motorola. Ha, nicht. So, pass auf. Wir nach Ibiza geflogen, alles cool. Wir sind da am Kofferband, jeder kriegt seinen Koffer zurück. Ne? Ich hier, dann Dominik, Paul, Martin. So, und dann waren wir halt, wir wollten ein Taxi holen und Martin war so, nein, scheiße, nein, wir können gar kein Spanisch. Wie kommen wir denn jetzt zum Haus? Und ich so, willst du mich verarschen? Ich bin La Organización. Ich kann fließend Spanisch, habe ich extra gelernt für den Junggesellenabschied. Ja, dann kam der Taxifahrer, ich sage, hola, amigo. Nos puede conducir nosotros yet a la carrera de faro número 18, por favor. Und der Taxifahrer guckt mich an, sí, señor. Und Martin guckt mich an, hä? Ist ein Arschloch, hä? Ja? Wir setzen uns rein und ich war so krass. Die Adresse war Carrera del Gafaro Numero 18, also Nummer 18. So, wir fahren dahin, alles cool. Ich war, sí, Baratento. Ich habe einfach den Taxifahrer vollgelabert mit irgendeinem Spanisch, der hat natürlich nichts verstanden, aber war so zu höflich. Ich war die ganze Zeit so, Baratento, sí, aeropuerto, cuáles amigos. Und er war die ganze Zeit so, in seiner Welt, du bist ein Bastard. Dann kommen wir an. Wir haben diese Finca gebucht, La Finca del Camión de la Veruga. Kennt ihr alle. So, pass auf, wir kommen da an dieser Adresse. Taxifahrer hält an, ich guck raus, ich so, what? Und ich so, die Jungs hinter mir, so ein Großraumtaxi. Und ich war so, amigo, Carrera Gafaro, Numero 18. Und er, richtig? Carrera Gafaro, Numero 18.
No, 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 no. Correa de Gavaro, número 18. Sí, sí, vale, vale. Correa de Gavaro, 18. Ich guck raus. Haus weg. Digga, ich bin 1000 Tode gestorben. Es war unglaublich. Ich war so scheiße, Alter. Willst du mich verarschen? Ich habe an alles gedacht. Ich habe gedacht, was ist, wenn Martin krank wird? Was ist, wenn er zu früh zur Arbeit fährt? Was ist, wenn sein Koffer nicht vibriert, weil die Batterien leer sind? Ich habe an alles gedacht. Nur nicht, dass diese scheiß Finca nicht da ist. Es war ein Riesenfeld. Ich so, Jungs, das Haus ist weg. Dominik von hinten, wo ist es denn hin? Keine Ahnung, Zigaretten holen, Alter. Wo soll ich denn wissen müssen? Aber das ist auch so eine, das ist halt der Unterschied. Guck mal, jetzt mal ganz im Ernst. Stellt euch mal vor, ihr seid, nur mal die Männer, ihr seid mit eurer Freundin irgendwie auf Ibiza. Und ihr als Mann, ihr habt den Urlaub geplant und alles organisiert, okay? Und ihr kommt da an mit eurer Freundin und das Haus ist nicht da. Para fiente, sí! Da kriegst du aber so ein Monstrum hinten rein und du hast keinen Spaß dabei. Alter, was? Das Haus ist nicht da! Und ich hab dir noch gesagt, oh mein Gott, wie kann man so dumm sein? Ganz ehrlich, wie kann man nur so dumm sein? Ich hab noch gesagt, prüf das doch. Es hat immer so ein Siegel online. Hast du nicht geguckt? Hast du verglichen? Du hast nicht mal verglichen. Du hast genau das Erste genommen, ne? Du hast ja auch das Teuerste. Und es ist nicht mal da. Du bist so ein Idiot. Du bist ein Trottel. Zu nichts bist du geraucht. Du hast recht, der Taxifahrer. Du bist wirklich ein Bastard, ja? Das ist gar nichts. 7 Typen sitzen hinten im Taxi. Haus weg. Alle gucken mich an. Ja. Bier. Erledigt. Erledigt. Ich habe da angerufen, tatsächlich das Geld sofort zurückbekommen. Ja, das haben wir seit 1,5 Jahren nicht mehr im Portfolio. Ich sage, so, oh, oui, oui. Ist ja muy bien. Hab dann einfach ein Hotel gebucht für uns alle, all inclusive, alles perfekt. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Es war mega geil. Wir haben dann bei Johannes Haller, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Vierländer Johannes, bei dem haben wir eine Yacht gebucht, hatten wirklich einen richtig geilen Tag zusammen. Es war so unfassbar geil. Wir waren irgendwie so, wir hatten so Surfdinger, weißt du, so als Delfin, also fühlt sich wie ein Delfin, weil du so ein Ding hast, du kannst dann tauchen, bist so, ich bin richtig schnell unter Wasser. So, voll geil. Dann saufen zwischendurch und nochmal Delfin, irgendwann unter Wasser. Es war mega geil, wir haben es genossen. Irgendwann Sonnenuntergang und wir sitzen da. Ey, ich schwör's dir, 8 Jungs sitzen da, also 7 plus ich. Und es war wirklich, es war unglaublich, weißt du, wir hören dann Musik so, can you feel the love tonight? Ich sag, Martin, hattest du Spaß? Und er sagt, es war der schönste Junggesellenabschied, den ich mir hätte vorstellen können. Du bist wirklich ein toller Bruder. Ich sag, Martin, alles ist perfekt und du warst es mir einfach wert. Und Martin, das Einzige, was ich nur sagen wollte, was wolltest du mir sagen? Wir sind alle Engel mit einem Flügel. Und wir müssen einander umarmen, wenn wir fliegen wollen. Wir kommen jetzt zur letzten Künstlerin des heutigen Abends. Ihr kennt sie alle durch Let's Dance und natürlich auch von den Comedy-Bühnen dieser Welt. Hier ist für euch Maria Clara Grobler. Hi, ja, ich bin Maria. Ich würde gerne heute mit euch über ein etwas persönlicheres Thema reden. Ich bin eine Sauglockengeburt. Danke für diesen emotionalen Beistand. Für die, die nicht wissen, was das ist, ist eine sehr hochtechnologische medizinische Erfindung, auch genannt Pömpel. Und der Arzt hat mich da wirklich in Millimeter Präzisionsarbeit aus meiner Mutter rausgeholt. Ungefähr so. Oh, ganz schön hartnäckig die Scheiße. Hier, Frau Grobler, Ihre Sauglockengeburt. Und meine Mutter war so, Dankeschön. Ist es denn ein Junge oder ein Mädchen? Also aktuell ist es hässlich. Ich habe meiner Mutter diese Witze erzählt und sie hat mir dann nochmal bestätigt, ja Maria, du warst wirklich sehr hässlich. Und sie hat mir dann auch erzählt, woran sie das erkannt hat. Und zwar normalerweise sagen die Freundinnen sowas wie, oh, die ist ja süß. Und bei mir haben die wohl nur gesagt, oh, da ist ja Maria. Sie hat Kinderfotos von mir verschickt, niemand wollte die sehen. So unter den Kinderfotos war ich das ungefragte Pimmelbild.
Ich bin auch langsam so ein bisschen am Überlegen mit Kinderkriegen. Aber ich kann mir irgendwie so absolut nicht vorstellen, mich drum zu kümmern. Oder es zu gebären. Also eigentlich wäre ich am liebsten Papa. Oder vielleicht Oma väterlicherseits. Ich habe jetzt meiner Oma letztens auch erzählt, dass ich mich vegan ernähre. Und sie war so, wie bitte? Vegan? Aber Schwein isst du doch schon noch, oder? Schwein ist ja kein Tier. Ich ernähre mich sehr gerne vegan. Das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, sind immer so diese ganzen Fragen. So, ja, Maria, sag mal, was isst du dann, wenn du gar kein Fleisch und keine Wurst isst? Ich bin so, ja, stimmt, da bleibt ja echt nicht viel übrig. Wasser. Ich koche es, ich backe es, ich friere es ein. Es ist wirklich lecker und vielseitig. Die Antwort, die ich dann bekomme, ja, Maria, aber Wasser hat doch voll wenig Proteine. Wie bekommst du dann deine Proteine? Ja, ich sag nur so viel. Ich habe eine Freundin, die ist vegan und lesbisch. Und bei ihr frage ich mich wirklich, wo sie ihre Proteine herbekommt. Ja, meine Hauptproteinquelle ist mein Freund. Aber ich finde es auch okay, weil er leidet ja dabei nicht. Meistens. Ich werde auch sehr oft gefragt, ob es für mich okay ist, wenn mein Freund Fleisch isst. Und am Anfang habe ich so getan, als wäre es so vollkommen okay für mich, aber dann so nach zu nach habe ich ihn so immer mehr zum Veganer gemacht. Ich habe auch so Kontakt mit seinem Unterbewusstsein aufgenommen, als er geschlafen hat. Du bist fleischintolerant. Von Fleisch wird dein Pimmel ganz klein. Ich nutze jetzt auch so diese Strategie, um aus ihm so den Perfect Boyfriend zu machen. Ich schenke Maria ein iPad. Ich will keinen Ehevertrag. Ich liebe es, Marias Mutter zu besuchen. Maria, ich bin hellwach. Ich muss sagen, ich habe mir, als ich ein Kind war, immer so eine Märchenbeziehung gewünscht. Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, so Märchenbeziehungen sind oft ganz schön schrecklich, oder? Stellt euch mal vor, ihr liegt 100 Jahre lang im Koma und dann werdet ihr geweckt von einem fremden, sabbernden Typen, der euch irgendwie so abknutscht, wie in so einer Kussszene wie aus Bauer sucht Frau. So. Und du wirst so wach und du bist so, what the fuck, wer bist du? Und er ist so, na, wir heiraten jetzt erstmal. Aber keine Sorge, ich bin auch ein Prinz. Prinz Markus von Anhalt. Früher wollte ich auch immer einen Prinzen haben, bis mir irgendwann aufgefallen ist, diese ganzen Märchenprinzen sind oft vor die Psychos, oder? In Aschenputtel wird der Prinz von jeder Frau im ganzen Land die Füße sehen. Klingt für mich nach einem klaren Fußfetischisten. Und anscheinend hat auch keine Frau im ganzen Land dieselbe Schuhgröße wie das Aschenputtel. Was hatte sie? 49,5? Oder einfach nur so ein Stumpf? Stellt euch mal vor, ihr seid so auf einer Party und ihr verliert so euren Schuh. Und dann findet ihr irgend so einen Jürgen und ist so... Diese Frau muss ich finden. Und dann irgendwann klingelt sie bei euch an der Tür und dann steht da Jürgen. Entschuldigen Sie bitte, ich würde gerne Ihre Füße sehen. Und du bist so, 50 Euro. 100, wenn du dran lecken willst. Vielen Dank, mein Name ist Maria Clara Koppler. Dankeschön. Maria Clara Koppler! So schnell kann eine Show rum sein, wenn sie richtig gut ist. Falls ihr Spaß hattet, wir sind noch live unterwegs mit Nightwash. Einfach mal gucken, ob wir bei euch in der Nähe sind. Sonst folgt uns einfach auf Social Media. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.